Ey. Das Spiel mag mich nicht. Das will nicht direkt in die Kamera gucken. Na gut. Dann sage ich mal Hallo Leute. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Beyond Two Souls, wo wir hier mit irgendeiner geisterhaften Wüstenentität zu kämpfen haben, von der wir bis jetzt noch nicht mal so wirklich wissen, was sie Hilf mir, eigentlich Aida. ist. Okay, das war die falsche Taste. Hatschi! Oh, Entschuldigung. Ja, ich will das da haben. Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt so aus Trotz noch einen runterschmeißen, aber nee, kannte ich nicht. Da sitzen sie alle. Und essen. Macht der jetzt schon Pause? Hat gerade erst angefangen. Hey Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Ich mag es ja, wenn die Spiele sich auch ein bisschen Zeit lassen und hier nicht einfach Schlag auf Schlag ständig irgendwas passiert, sondern dass wir wirklich auch mal ein paar Minuten haben, wo wir einfach nur Farmarbeit verrichten zum Beispiel. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Dachte, ich könnte vielleicht noch mit ihm reden, aber nö, anscheinend nicht. Aber vielleicht erfahren wir jetzt hier beim Essen endlich ein bisschen mehr. Ich setze mich mal zu dem, der uns mag. Setz dich doch. Danke. Oder ich setze mich ganz woanders hin, das geht auch. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Bullshit. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte einen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Einer von der ganz charmanten Sorte. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns.
toll, Jody. Ich tue da gerade was hören tun. Ah, er macht irgendwas mit dem Pferd. Alles gut? Das sieht nämlich nicht so aus. Das sieht aus, als würde er versuchen, das Pferd zu beruhigen. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Sein Name ist Ashki. Kein Wunder, dass der nicht hören will, wenn du ihn Arsch nennst. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Ich frage mich gerade, was passiert denn? Nein, Aiden. Das müssen wir zwei allein ausmachen. Okay. Kein Problem. Okay. Schön vorsichtig. Ja, der sieht schon so böse aus. Er ist keiner. Dieser Frisur erkenne ich überall wieder. Dieses Pferd. Dieses Pferd, das ist hart wie Kruppstahl. Gar nicht so übel, oder? Gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Hast du nicht gerade noch gesagt, das müssen wir zwei unter uns ausmachen? Ja? Und keine 10 Sekunden später. Hey, Aiden. Koppel. Wo ist denn die Koppel? Wo sind denn die anderen? Ach, wir wollen hier einfach rein, ja? Gut so? Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ja, immer mit der Ruhe. Ladies first. Kein Problem für mich. Kann ich noch irgendwem helfen? Vielleicht mit Shimasani nochmal sprechen? Ich hab das genau gesehen. Ich hab das genau gesehen. Du bist durch den Tisch einfach durchgelaufen. Das war total unheimlich. Meinem geschulten Auge entgeht nichts. Na gut, gehen wir mal duschen. Dann haben wir alle Männer drauf gewartet hier. Wenn ich eine Duschszene haben, weil gefühlt gehört das irgendwie zu Quantic Dreams Spielen dazu. Sie hießen nur Quantic Dreams, ne? Die Schöpfer hier. Uff. Ich brauche jetzt echt eine Dusche. Bringen die nicht dieses Spiel auch wieder ein neues Jahr raus? Moment, irgendwas stimmt da nicht bei der Aussage. Bringen die dieses Jahr nicht auch wieder ein neues Spiel raus? Irgendwie Too Human oder sowas? Würde ich tatsächlich auch spielen wollen. Aber da sollte ich vielleicht in der Folgen, / vielleicht besser in der Aufnahmepause einfach mal spontan online gucken, wann da so das Release-Datum angepeilt ist. Denn es gibt dieses Jahr tatsächlich noch eine verdammt große Menge an Spielen, die ich mit euch spielen möchte. Und ich werde definitiv nicht alle schaffen. Und so Sachen wie Alpha Protocol stehen ja jetzt schon seit über 2 Jahren auf unserer Liste. Die sollten wir vielleicht irgendwann einfach spontan auch mal in Angriff nehmen. Aber es kommt immer wieder irgendwas anderes dazwischen. Immer wieder kommt irgendwas anderes dazwischen und sagt, hier, Aufmerksamkeit, hallo, ich bin dran. Und was waren das gerade für Geräusche? Ist der Geist ein Spanner? Tatsache. Krone?
Was soll das heißen? Was waren das für Geräusche jetzt? Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Ich liebe dieses Klischee des Witzes, den wir überhaupt nicht verstehen können, aber den die anderen total lustig finden, weil wir den Anfang verpasst haben. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Dringend Erklärungsbedarf. Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Das, mein lieber Freund, wage ich wiederum zu bezweifeln. Wow. Das gesehen da hinten am Fenster? Hat das da draußen geblitzt? Na, war das nur irgendwie ein Clipping-Fehler oder irgendwas? Komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Aiden, ich hoffe, du bist bereit, mein Freund. Holy shit, was ist das denn? Das ist mehr als nur ein gewöhnlicher Sandsturm. Das ist so viel mehr als nur ein gewöhnlicher Sandsturm. Aiden, sieh du dir das bitte auch mal an. Verdammt, das kommt näher, ne? Da bist du ja, mein Freund. Okay. Scheiße. Das ist nicht unbedingt das, womit ich gerechnet hatte. Gehören die alle zusammen? Ja? Jetzt weiß, dass wir hier sind. Oh. Okay, komm, lauf. Ich muss erst wieder in die Quicktime-Events reinkommen. Das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach hier. Das wird auch reichen, definitiv. Wow. Manchmal finde ich es doch relativ schwer beurteilen zu können, in welche Richtung wir jetzt müssen. Mit den Quicktime-Events meine ich. Hey! Du darfst natürlich jederzeit auch eingreifen, ne? Also das ist, ich nehme dir das nicht übel. Wo genau laufen wir eigentlich hin? Alter, wie oft ich hier verkacke, ne? Ich einfach nicht die Bewegung richtig deute. Da zum Beispiel auch. Ja, ja. Aiden is on the move. Ja, sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Diese geisterhaften Lichtkrieger da. Die gehören nicht zu dem großen Sandmonster. Das sind zwei verschiedene Fraktionen. Jodie.
Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Die haben uns gerade beschützt, oder? Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yeizu. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Tja, wir nicht. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Okay. Ghostbusters! Ja, machen wir den alten Trick, oder was? Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Oh, muss ich ja selber machen, das ist ja... Ups. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Weiß ich doch nicht. Ja. Das war jetzt die falsche Richtung, aber prinzipiell schon mal nicht schlecht. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Das fragt er, nachdem sie aufgestiegen ist, ja? Das ist gerade ein bisschen... Das macht gerade keinen Sinn, ja? Ja, wenn er zuerst fragt und dann steigt sie auf und reitet mit, das wäre eine Sache, aber sie steigt auf, reitet ein bisschen und dann, ja komm, lass uns reiten gehen. Das ist total, das passt einfach nicht. Wo sind denn die Schafe? Weit weg. Gut, macht ja eigentlich auch Sinn. Ja, ich kann... Es ist wahrscheinlich auch bei weitem nicht so open world, wie es gerade erscheint. Gegen den Baum geben, weißt du? Einfach so... mitten rein. Das wäre so typisch ich. Ja, scheint doch alle zu leben. Okay. Können wir reden? Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Yeizu war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Was bedeutet Krone? Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Yeizu nicht tötet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber Yeizu war bis heute noch nie in unserem Haus. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten.